gelungener Auftakt mit tausenden Besuchern. Die 34. Vorarlberger Frühjahrsmesse wurde mit einem tollen Programm eröffnet. Für viel Prominenz und Spitzenpolitiker aus dem In- und Ausland war es selbstverständlich, an dieser Eröffnung teilzunehmen. When I feel the touch of her few lips, I know this is the devil's kiss. She sets my soul on fire to know. Diesmal fällt die Eröffnung der Frühjahrsmesse, wie wir alle freudig spüren, wirklich an den Frühlingsanfang. Darauf haben viele, ja beinahe alle, sehnlichst gewartet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir treffen uns sicher zu einem Zeitpunkt bei der Eröffnung der Dornbirner Messe. Die griffigen Ansprachen von Österreichs Vizekanzler und Finanzminister Josef Bröll und Vorarlbergs Landeshauptmann Herbert Sausgruber sorgten für reges Interesse. Einen großen Erfolg dieser Dornbirner Frühjahrsmesse. Herr Vizekanzler, Sie haben bei Ihrer Rede von einem gewissen Vorsprung, von einem Vorarlberger Vorsprung gegenüber anderen Bundesländern gesprochen. Inwieweit sieht dieser aus? Ja, das Land Vorarlberg an der Spitze mit dem Landeshauptmann Herbert Sausgruber hat hervorragende Arbeit geleistet, hat auch in Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit wirkliche Trends gesetzt. Und Vorarlberg liegt sehr gut, was Österreich betrifft, und Österreich insgesamt hat einen Vorsprung gegenüber anderen europäischen Ländern. Unser Wirtschaftsabschwung ist geringer. Wir haben die zweitbeste Position, was Arbeitslosigkeit im Positiven betrifft, nämlich die zweitgeringste in ganz Europa. Und das sind schon Eckdaten, wo man sieht, dass gut gearbeitet wurde. Nun ist die Messe Dornbirn in dieser Größenordnung mit Sicherheit ein Riesenvorteil für diese jetzige wirtschaftliche Lage. Es ist eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Es sind ja auch über 600 Aussteller wieder. Das ist an sich ein gutes Zeichen. Internationale Gäste aus Süddeutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Westösterreich strömten bei traumhaftem Wetter in die Messestadt. Um diesem Andrang gerecht zu werden, bedarf es einer optimalen Vorbereitungszeit und Organisation, wie Frau Margit Hinterholzer weiß. Die Vorbereitung startet ungefähr mit dem ersten Tag der laufenden Messe. Das heißt, wenn die jeweilige Frühjahrs- oder Herbstmesse eröffnet wird, gehen die Vorbereitungen fürs nächste Jahr sozusagen schon ins Finale.